Heute ist Free Removal Day und das war ein bisschen zu schnell. Heute ist Free Rune Removal Day und ich habe meinen Antares ein bisschen gepimpt, weil ich den ja ganz cool finde und der auch ganz gut geklappt hat, aber er hatte in der Zwischenzeit immer sehr shitty Runes. Sehr, sehr shitty Runes und deswegen habe ich ihm heute gute Runen gegeben. Mit plus 1000 Attack. Ein Attack-Wert fehlt, also plus 1 wäre cool, dann wäre 1069. Und 76 Speed, 81 Crit Rate, 155 Crit Damage. Und er ist auf Kral Wille. Und Antares ist ein sehr cooles Monster, das durch seine Passive die Gegner mal unterbrechen kann, wenn er auf Kral ist. Und das ist ganz witzig, wenn er einfach so random angreift. Und deswegen habe ich ihn mal gepimpt. Und heute spielen wir nur mit Antares. Wir benutzen ihn im GK und in RTA und ja, mehr gibt's nicht. Aber wir benutzen ihn in den beiden Bereichen und ich bin gespannt, wie Antares sich schlägt und freue mich darüber, dass wir mit ihm mal ein bisschen spielen können. Und dann könnten wir, eigentlich könnten wir, wir könnten sogar noch hier, warte, ist das der richtige? Wir können auch sogar Galeone mitnehmen. Dann haben wir Overkill. Ob wir dann Bestet brauchen? I don't know. Wahrscheinlich eher nicht. Dann nehmen wir Bestet lieber oben. Machen wir es so mit Antares. Was denn erstmal finden? Wait, wo ist der? Also manchmal finde ich hier gar nichts. Gar nichts. Ruht man Jhan auf Gewalt? Ja, ich kann ja mal meine zeigen. Man kann ja auf Tempo ruhen. Das ist meine komplette Rache Jhan. Die klappt aber nur in einem bestimmten Team. Die hat auch keinen Speed, die funktioniert nur mit meinem Werde-Team. Aber dann habe ich ja noch eine Jhan. Das ist eine Gewaltrache, Jhan. Mit ein bisschen Speed, HP und Death. Ja. Zwischen Lucian und Ciara. Yannick Clou. Guten Abend. Zwischen Lucian und Ciara. Wait. Lucian. Ah, ich hätte ihn schon wieder nicht gesehen, ne? Der hat sich echt versteckt. Ja, Beta ist zu Ende. Okay. Beta seit Montag vorbei. No, no. Tja, dann kann es jetzt wenigstens kein anderer mehr spielen. Wenn ich es nicht spielen darf, dann kann es auch kein anderer spielen. Hey, Lulk! So, okay. Machen wir das mal unten. Und meine Rollladen gehen runter. Da wir beim letzten Mal sehr viel mit Raki gespielt haben, können wir hier diesmal oben Beth benutzen. Und dann nehmen wir noch, keine Ahnung, Julie. Und unten nehmen wir, nur die zwei, weil ich so überzeugt von ihm bin, dass er das hinkriegt. Ja, schafft er. Hoffe ich mal. Lassen wir uns mal überraschen. Die sehen ja, wie gesagt, relativ wack aus. Also ich erwarte nicht wirklich viel von denen. Und das Spannende wird erst der GK zeigen. Wenn dann mein Antares gegen starke Gegner kämpfen muss. So, aber trotzdem bin ich gespannt, wie viel Schaden er jetzt überhaupt macht. Wir critten sogar mit meinem Galeone. Damn. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. 7454 bei dem in der Mitte. Das ist gar nicht mal so schlecht. Dann so 22.400 irgendwas Schaden oder 300. Das ist gar nicht so schlecht. Oh, der letzte Hit hat irgendwie nicht gecrittet. Wow. Schicker AOE. Eine Challenge für GK, nimm nur Götter und Engel, Monster mit Götternamen. Wait, wie viele gibt's denn da überhaupt? Habe diese Woche Pang bekommen und Feuer Art Master. Hast du für den Feuer einen Tipp zum Bauen? Wie gesagt, mit den Art Mastern habe ich mich noch wenig auseinandergesetzt. Wir hatten ja letztens den Light Art Master. Der war ganz gut, aber gegen Wasser habe ich noch nie gekämpft. Hey, your local Noah. Guten Abend miteinander. Guten Abend auch von mir. Wir bleiben einfach mal bei diesem Antares-Team. Und oben bleiben wir bei dem Wasser-Team. Da machen wir die GK schnell und dann hüpfen wir direkt in RTA. Ihr habt heute auch wieder die Möglichkeit gegen mich. Hast du eigentlich irgendwann mal einen GK-Kampf verloren? Ja, früher natürlich. Das kam immer mal wieder vor. Auch in Videos. Und in Streams sowieso, wenn ich irgendwie Shit gemacht habe. Aber wenn die Gegner halt so sind, dann
dann ist es relativ schwierig zu verlieren. Aber ja, kam natürlich vor. Nicht jeder kann immer gewinnen. Hattergeist, was kürtest du so wenig? Aber in RJ habe ich sehr oft verloren und deswegen machen wir das gleich. Ja, so, den GK haben wir gewonnen, das ist ganz gut. Dann springen wir gleich rüber. Also, was ich sagen wollte, ihr habt auch heute wieder die Möglichkeit, gegen mich in RTA zu spielen. Dann kommt gleich einfach in 13-13. Heaven verliert nie. Ne, stimmt, hast recht. Ich verliere nie, ich habe noch nie in diesem Spiel verloren. Als ob ich überhaupt irgendwann jemals verliere. Egal in welchem Spiel, ich gewinne immer. So, 5%, nein, was? BJ5 Attack Leader. Ah, ja. Poseidon, Anubis, Choros. Choros? Ja, ich weiß, was du meinst. Okay, so. Das war, glaube ich, einer der schnellsten GKs ever. So schnell haben wir noch nie hier im Stream den GK überhaupt gemacht. Wobei, wait, vielleicht verliere ich jetzt sogar, weil ich mich gerade ein bisschen überschätzt habe. Mein Interesse habe ich ein bisschen überschätzt. Das war jetzt, tja, das, also du wolltest ja sehen, dass ich verliere und maybe now the time has come. Außer mein Antares regelt den Shit, aber der stunt gerade irgendwie gar nicht. Aber er proggt mit seiner Passiven und wir haben Ciara, der proggt richtig oft, ey. Kann er mal bitte den einen stunnen? Wer. Feuerpanda, stun doch. Ich muss den angreifen. Okay, I'm dead. I'm dead. Real Talk, TOA, Stage 94 ist Haku. Wer ist denn da? Ups. So, es war nur zur Demonstration, dass ich auch mal verlieren kann. Der gibt mit seinen Light-Monstern an. Okay, wait. Wen banne ich denn raus? Ich denke, ich banne die Beth raus. Dann nehme ich. Glaube ich meinen Wasseraffen mit? Ja, ist denke ich eine gute Wahl. Okay, ich banne die Beth raus. Und spiel mal so. Gibt es diesmal eine nette Wille-Slot 4 HP-Prozent-Rune? Also lohnt sich. Ah, oh, das ist ganz gut. So, no! Ist das dein Ernst? Wir wollen doch. So typisch. Wie letztes Mal, als einfach. Wie heißt das? Meine Raki gebannt wurde im letzten Stream, wird diesmal mein Antares gebannt, obwohl es eigentlich ja um ihn geht. Wow. Tja. Mir jetzt relativ egal, was jetzt hier passiert. Ich kann ja eh nicht mein Wooster-Skill machen. Von daher, I don't know. Hi Kashio. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Es lohnt sich gar nichts. Naja, ich kann das machen. Und dann könnte die Juno vielleicht ihren Shit machen. I don't know, ob sie es macht. Wahrscheinlich. Ah, natürlich hat sie meinen Wooster gestunt. Sonst hätte die Tiana halt gleich nichts machen können. Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Ich hätte jetzt gern meinen Wooster-Skill gemacht. Wieso muss sie denn ausgerechnet. Wieso muss sie ausgerechnet stunnen? Das kann ja nicht wahr sein. Weil jetzt hätten wir schön unseren Skill machen können und hätte Tiana die Wahl gehabt, ob sie das macht oder nicht. Aber irgendwie stunnen die Juno. Boah, ey. Boah. Also, RTA nervt mich jetzt schon. Fies. Hey, Spionrex, na? Wieso stunnen die mich die ganze Zeit? Kannst du mir das mal erzählen? Das ist Bad Luck. Und wir stunnen nicht zurück. Und die macht einen Defense Break auf meinen Wassermonster. Auf beide meiner Wassermonster. Wow. Wow, ey. Das ist BS. Könntest du ein Video über die besten LD3s machen für TOA GK? Also ich habe ja schon ein Video über die besten Three Stars damals gemacht. Oh, mein armer Wasserdings. So, wenn wir jetzt den hier machen, macht Tiana den Entfernungsding.
Das macht keinen Unterschied. Wir hätten das machen sollen. Dann wäre der Defense Break weg gewesen. Wir hätten das echt machen sollen. Aber egal. Ich arbeite erstmal an der Juno. Das könnten wir noch hinkriegen. I don't know. Wieso landet die Tiana, die nie einen Defense Break landet, ihren Defense Break auf meiner Perna? Ah, jetzt macht die Juno ihren. Kann die Juno bitte einfach das jetzt nicht hinkriegen? Natürlich schafft sie es mit allem. Und die Tiana kürzt schon wieder. Das kann ja nicht wahr sein. Das Spiel ist unfair. Lass es einfach mit RTA, wie ich, schont die Nerven. Ja, an sich auch stimmt das. Deswegen mache ich es ja nicht. Aber ich will ja nur mit meinem... Shut up, der hatte nur Glück. Das war ein richtig schlechter Spieler. Ich will ja nur meinen Feuerlitz hier spielen. Ah, mir geht's ganz gut. Kindheitsserien. Pokémon, Digimon, Yu-Gi-Oh!, One Piece, Disneys große Pause. Ne, Disneys große Pause. Große Pause, nicht Disney. Was für Disney? Große Pause. Was noch? Typisch Andy. SpongeBob Schwammkopf. Mehr fallen mir spontan nicht ein. Ah ja, wir haben einen Pinseltyp. Hier haben wir diesen Winddude. Bin mal gespannt. Um all ihr Vorteile entdeckt. Okay, das ist also ein Stripper. Okay. Gut, wir bleiben mal bei Leo. Und dann könnten wir. Wir haben schon vor langem nicht mehr Ciara benutzt. Nutzen wir nochmal Ciara. Und hey, ich dachte, du kommst nicht zum Stream. Hast schon gehört bei Genshin Impact, dass du Free Pulls bekommst, sobald du Level 20, 50 und 70 bei den Charakteren? Was? What? Okay, right. Achso, der ist noch dran mit Wellen. Was findest du besser? Pokémon oder Digimon? Okay, Chat, ihr könnt mitmachen. Was findet ihr besser? Pokémon oder Digimon? Pokémon 1, Digimon 2, aber ich glaube, die meisten Pokémon. Denke ich mal. Bei mir waren es die Mammins. Was? Mammins? Und Schlümpfe. Ja, Schlümpfe kann ich auch von früher. So, was hat er denn da für ein Shit gewählt? Rika. Also wir müssen ja auf jeden Fall ihn nehmen. Geht ja gar nicht ohne. Und dann nehmen wir einfach mal das hier. Und ich bann diese dumme Second Awakening Katze. Die muss raus. Was hat er für ein Profilbild? Ist das was zu essen? Ist das Kuchen? I don't know. Das sieht weird aus. Was ist das bitte? Könnt ihr mir das verraten? So, eigentlich ganz gut, dass er meinen Booster gebannt hat. Der hat ja eh gestrippt, also von daher. Wir haben jetzt nur... Ich glaube, wir nehmen mal Speed. Obwohl wir nicht so schnell sind, nehmen wir lieber mal Speed. Ich habe ein bisschen Angst. Meine Ciara wird richtig leiden bei diesen Monstern. Google nach Mumins. Kenn beides nicht. Die Schlümpfe muss man doch kennen. Sky. Habe ich Kuchen gehört? Ist das etwa Käsekuchen? Ja, es sieht aus wie Käsekuchen. Nein, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was es ist. Machen wir Weaken Attack bei dem? Ja. Vielleicht hätte ich buffen sollen und dann mit Ciara einfach eine Bombe schon... Das wäre, glaube ich, ganz sinnvoll gewesen. Aber jetzt haben wir wenigstens Wille drauf, während die Dings ihren Shit macht. Also von daher... I don't know. Ich will aber mit der Bombe auch warten, bis wir eine Attack-Buff haben. Deswegen... Naja, okay. So, Feuerlich, stun mal irgendwen. Einen. Okay, immerhin. Sie macht ihren Shit und wir stunnen jetzt die hier bitte. Sehr gut. Okay, wieso... Achso, wir haben jetzt Attack-Leiste bekommen. Okay, ich lege trotzdem mal jetzt ohne Attack Buff drauf. Wir können halt nichts dran ändern und dann detonieren wir sofort, bevor sie glänzt. Oh, wow. Foliage. Amazing. So, jetzt... Achso, unsere Dings wurden zurückgesetzt. Shit. So, Ciara is dead. No. She's not dead. What? Okay, it's done. Damn, Feuerlich geht ab. Nabend, hi.
Ich gucke gleich wieder auf den Chat, wenn ich hier ein bisschen Ruhe habe. Ich meine, ich habe seine Stacks voll gepusht, aber trotzdem ganz gut. So, wir pushen den hier mal wieder zurück. Dann Defense Break, maybe. Danke für den Follow, mich. 21 irgendwas. Goodbye. So, der hat nochmal Weaken Attack drauf. Feuerlich, sehr gut. Also viel Schaden sehen wir wirklich nicht bei ihm, aber er klappt trotzdem ganz gut. Feuerlich, no. No, komm. Yes! Goodbye. Goodbye. Easy. So, jetzt kann ich wieder gucken. Namen Jagasa. Und Kashti hat geschrieben. Achso, Evan, wenn du bei dem einen Banner 70 Puls gemacht hast und noch keinen Net 5 gezogen hast, bleiben die 70 und dann fehlen noch 20, dass du eins bekommst. Hoffe, du verstehst mich. Ja, ich habe das gelesen mit dem, also mit den 90, aber irgendwie. Also setzt sich das zurück, wenn man den 5 bekommen hat oder nicht? Weil irgendwie die Meinungen gehen überall auseinander. Ich weiß, ich bin mir nicht sicher. Was ist das hier bitte für ein Profilbild? Ist das Kuchen? Das ist Kuchen, oder? Das ist irgendwas zu essen auf jeden Fall. Hi, Evan, bin etwas spät, weil ich verpennt habe. Nicht schlimm. Hey, Falke. Ja, tut es. Okay, also es setzt sich zurück, wenn man einen Net 5 bekommen hat. Und dann. Okay, ich habe aber noch keins. Nirgendwo. Und ich habe bei dem einen irgendwas mit 70 und bei dem anderen 78. Danke für den Follow, King Aurix. Hätte gern eine Rika. Hoffe, du ziehst sie mir. Wenn ich für dich beschwöre, dann. Ja, Mandarinenkuchen, echt? Ja, stimmt. Das könnte schon Mandarinenkuchen sein. Hast schon recht. Okay. Amazing, nächster Kampf. So, Il Ronet. Oder Iron Ed. Ich denke, das ist Iron. Und dieses Y davor zählt gar nicht. Ironed? I don't know. Weird. So, nehmen wir mal ihn. Und Perna. Ich kenne mich halt mit Kuchen aus, ich merke schon. Void, Okeanos und Chaibo. Okay, dann. Also wir nehmen ja auf jeden Fall Feuerlich. Dann nehmen wir noch. Ich glaube, ich nehme mal von Ciao und ich bann die Ciara. Wir spielen mal ohne Defense Break. Vielleicht sollte ich mal einen Defense Break wieder einbauen. Vielleicht können wir nochmal Bastet nehmen oder vielleicht Raki Ethna, je nachdem. Ich glaube eher Raki. Oh mein Gott. Okay, wir nehmen Raki, ja, auf jeden Fall Raki und Goodbye Ciara. Was gibt's bei dir Neues, Lel? Wo Neues? Wo Neues in SW? Nein! Sky! Das ist fies, was du machst. Mein Schrei war eigentlich nicht darauf bezogen, es war nur in der passenden Sekunde. Wieso? Hast du wieder meinen Feuerlich gebannt? Es geht doch um den Feuerlich heute, Junge. Also, seht ihr mal, wie viele Angst vor dem haben, von einem Four-Star. Bei mir in Real Life Neues ist. Naja, eigentlich seit letzter Woche hat sich nicht viel geändert. Ich bin halt nur in meinem Homeoffice und das werde ich auch bis nächstes Jahr sein. Die Arbeit macht sehr viel Spaß, aber wir werden jetzt gestunt. Shit. Nicht alle, Gott sei Dank, aber jetzt gleich sind alle gestunt. Okay, ich glaube, wir sind tot. Ich glaube, we are dead. Ich glaube, das war's. Das war die schnellste RTR-Runde ever und der kriegt's auch noch hin. Oh, damn. Da waren wir ein bisschen zu slow. Wow. Es ging schnell.
Hey, neunmal, was? Neunmal dumm? Das war's. Ja, okay. Er hat das schon sehr schön gespeedtuned. Das Ding ist, wenn mein Anteil drin gewesen, deswegen hat er den auch gebannt, wenn mein Anteil drin gewesen wäre, hätte er ihn in der Comp direkt unterbrechen können und dann wäre sein ganzes Team kaputt gegangen. I get it. I get it. I get it. Achso, was war eigentlich auf der Audio von den privaten Anrufen? Ah ja, du erinnerst dich. Also ich gedacht habe so, ich werde immer von komischen Nummern angerufen, weil ich die jetzt immer wegen Corona überall aufschreiben musste. Das war nichts Schlimmes, Gott sei Dank. Das war nichts Schlimmes, das war nur mein Vermieter. Was nehme ich denn hier? Nur mein Vermieter, der hat irgendwas wegen der Wohnung gefragt, also von daher. War das jetzt nicht irgendwie ins Gesundheitsamt so? Sie waren in einem Gebäude, wo ein Corona-Kranker war. Bitte begeben Sie sich sofort in Quarantäne. Was nehme ich denn? Ich bin überfordert. Wait, 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 wait. So, ich nehme mich. Oh mein Gott, ich kann mich gar nicht konzentrieren. Wenn Heaven Heaven heißt, sind dann. Was sind wir dann in seiner. Was sind wir dann als seine Community, seine Clowns? What? Oh mein Gott, ich habe noch nie gegen einen Bomber hier gekämpft. Das ist ja lustig. So. Ich bräuchte einen Cleanser. Meine Annabelle hat aber nicht volle Runen. Deswegen. Weiß ich nicht, was ich machen soll. Wieso hast du keine Runen, Annabelle? I don't know. I don't know. What? I don't know. Ich bin voll confused. Bei dem Kampf konnte ich mich gar nicht konzentrieren. Wahrscheinlich nur der Vermieter. Ja, es war wirklich nichts Schlimmes. Also von daher. Harmonia. Boah, Harmonia hätte ich gut nehmen sollen. Ey. Hast recht. Harmonia habe ich schon lange nicht mehr benutzt. Wo ist sie überhaupt? Da. Naja, hab dich immer verpasst hier auf Twitch und musste dann auf YouTube nachholen. Naja, jetzt hast du es ja geschafft. Deswegen willkommen hier im Stream. Ihr habt sogar die Möglichkeit, gleich gegen mich zu spielen, wenn ihr denn Lust habt. So, jetzt haben wir auf jeden Fall mehrere Sachen auf unseren Köpfen und der Gemini kann auch rein theoretisch das Falsche. Der ist tanky. Achso, die hatten ja auch noch eine Juno. Oh. Ups, die habe ich ja ganz übersehen. Aber wir haben den Gemini gestunt und der eine ist schon fast tot. Ich meine, der hielt jetzt, aber den kriegen wir relativ schnell dead. So. Ich denke, dass. Ich bin mal gespannt. Ich habe keine Ahnung, wie viel Schaden seine Bombe macht. Die haben ja keine Attack-Buff. I don't know. Hat er noch einen Heal? Nee. Oh, er hat sogar gestrippt. Okay, mein Dings ist dead. Leider hat er nicht geprockt. Mal sehen, ob meine Perna ist ja wieder da. Mein Leo, kriegen die das hin? Bin mal gespannt. Das nächste Mal mache ich den Gemini kaputt, bevor der die ganze Zeit prockt und alles. Mein Leo kriegt den Rest dann eigentlich hin, außer die Juno stunt uns dann die ganze Zeit. Das wäre ein bisschen nervig. I don't know. Naja, aber ich hätte es nicht sagen dürfen, dass die Juno uns die ganze Zeit stunt. Direkt so ein Double stun. Please don't do it. Oh Mann, ey, noch ein Stun. Oh Gott. Also heute sind die Stunts nicht auf unserer Seite, sondern auf den Seiten der Gegner. Die werden mich stunnen, wenn ich im Ignore-Death-Bereich bin. Ihr seht es ja jetzt schon. Ja, ich bin gleich im Ignore-Death-Bereich und dann werden die mich stunnen. Jetzt könnte ich Ignore-Death machen, aber jetzt werde ich gestunnt. Bitte nicht. Oh, jetzt. Wehe, du killst mich. Als ob. Als ob! Salma, hi. Hi. Boah, ich hasse RTA. Ich hasse RTA so sehr. Und Lurk. Freut mich. Kann man eigentlich noch ein Account Review kaufen? Ja, klar. Du musst einfach nur Ausrufezeichen
Deutsches. Das ist ein Junge, ein deutscher Typ. Du musst einfach nur Ausrufezeichen Review eingeben, wenn du genug Nekos hast. Ja. Herrenspitzen auch Final Fantasy 14. Ja, aber ich habe zu wenig Zeit. Leider. Also ich würde sehr gern weiterspielen. Also ich habe letztens noch mal ganz kurz, aber... Also ich habe es noch, aber... Ich habe keine Zeit für so viele Spiele, leider. So, wen nehmen wir denn? Die zwei. Heißt das überhaupt Review? Ich weiß gar nicht. Ich muss mal selbst gucken, bevor ich irgendwas sage, was gar nicht stimmt. Ja doch, das heißt Review. Aber das heißt, du hast dann nicht genug Dings. Ja, Free Room of Day. Ich weiß, deswegen habe ich ja meinen Feuerlich neu geruned. Funktioniert auch ganz gut in den meisten Fällen. So, Raki bestät. Okay, so, dann nehmen wir Antares und Water Monkey. Hat meine Bethia Runen? Ja. Ich überlege eigentlich, ja, ich glaube, ich nehme sie. Und ich will die nicht haben. Machen wir mal so. Du brauchst 169. 665 Nekos, ein Zeichen. Mich, bin das erste Mal im Stream dabei, freut mich. Hast du Natsu no Taizai geschaut? Ja, habe ich geschaut. Aber nur Staffel 1 und 2, 3 nicht. So, unser Wusa ist weg. Ist eigentlich gar kein Problem. Ich bin mal gespannt, wie viel Damage die Raki macht. Ob die uns kaputt kriegt. Ich meine, die haben Attack Buff und Defense Break durch die Bestet. I don't know. Bin mal gespannt. Boah, zum ersten Mal kein Stun. What? Das ist ja sick. So, okay. Uah! What? Was? No, Perna. Als ob die direkt noch eine... Boah, die zusätzliche Runde, das war fies. Okay, jetzt landen wir mal im Defense Break. Oh, wir haben 3 gestunt. What? Können wir? Wir können das chippen, oder? Können wir das chippen? Ja. Ja, haha. Deswegen bringt halt Endure auf einer Raki nichts. Oh, damn, tja, Sleeve, ich hätte gar nicht gedacht, dass das doch noch so gut läuft, aber anscheinend ja schon. Das ist ganz schön. So, easy! Hast du Ideen für einen Manga? Wie für einen Manga? Für einen eigenen Manga? Gerecht, ja, ist echt so. Was? Wait, wo kann, achso, der kann revive werden. Ich habe schon im Automodus und dann kamen die wieder. Ach stimmt, ich muss ja Schriftrollen öffnen, habe ich ja ganz vergessen. Okay, ich öffne jetzt ein Premium-Paket und eine MS. So. Easy.